Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Vor mir liegt bereits das brandneue Lenovo Yogabook. Das war eins meiner Highlights auf der diesjährigen IFA. Ich habe zuerst gedacht, es wären zwei Tablets, die Lenovo zusammengetackert hat. Sowas ähnliches wie Microsoft das in der Studie vor einigen Jahren mal angedacht hatte. Das Yogabook ist aber nah dran, aber es sind nicht zwei vollwertige Tablets, Touchscreen-Oberflächen, sondern es ist eine Tablet-Seite und eine, was soll man sagen, Trackpad-Oberseite, auf der man schreiben kann, aber auf der man auch eine Tastatur einblenden kann. Und ich habe jetzt eins bekommen. Das Yogabook gibt es in zwei Varianten, beziehungsweise insgesamt vier Varianten. Einmal Windows, einmal mit Android. Das hier ist die Android-Version, kostet 100 Euro weniger. Das ganze Ding kostet 500 Euro, mit Windows dann entsprechend 600 Euro. Und es gibt noch weitere zwei Versionen, einmal Wi-Fi oder WLAN und auch eine Version mit LTE. LTE kostet dann jeweils 100 Euro Aufpreis, also ziemlich übersichtlich. Yogabook steht auf der Rückseite drauf, Intel Inside, da drin ist ein Intel Atom Z, ich glaube 8550 meine ich dann. Da muss man mal gucken, wie performant das Ganze ist. Gerade das wird mich unter der Windows-Version interessieren. Die richtige Tablet-Seite ist 10,1 Zoll groß, gut, die andere auch, und kommt mit Full HD, also 1920 mal, nein, ich nehme alles zurück, es ist mehr als Full HD, denn wir haben 1920 mal 1200, also von der Schärfe sollte das gut rüberkommen. 4 GB RAM, 64 GB Speicherplatz, das ist aber dann so eine eMMC, was natürlich auch wieder den günstigen Preis ein bisschen erklärt. Android 6.0, Bluetooth ist drauf und WLAN kriegen wir noch als Info. Und boah, guckt mal hier, 8500 mAh Akku. Das muss es auch, denke ich mal, denn als Akkulaufzeit gibt Lenovo 15 Stunden an. Da bin ich ja, ich sag mal so, bei der Windows-Version wäre ich richtig skeptisch, bei der Android-Version, ja, warum nicht? Aber ich bin mal gespannt. Dann steht unten noch was drauf. Real Pen, Halo Keyboard, Ultra Thin, ja, da ist es ja. 15 Stunden plus Hours Battery Life. Android Dolby Atmos, wir machen es einfach mal auf. Ich habe das eben wirklich nett in die Hand gedrückt bekommen. Da haben wir ganz kurz mit rumgespielt. Deswegen, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das hier aus der Packung hole. Und ich kann schon mal sagen, ich glaube, das Ding wiegt keine 700 Gramm. Es ist leichter als die erste Generation von einem iPad. Und es ist auch noch dünner. Und, wartet mal, wie war das jetzt hier? Ach ja, auf der Rückseite. Nein, jetzt habe ich den Nippel abgerissen. Skandal. Gucken wir mal ganz kurz. Wie war das jetzt? Ich versuche es mal aus der Hülle. Ah, guck mal, machen wir es doch einfach mal so. Wir stürzen uns direkt drauf, weil das Ding kommt wirklich. Also das ist mal wieder. Ich finde sowas einfach nur geil, was sich Lenovo dann hier mal traut. Und jetzt machen wir es mal auf. So, und da ist es nämlich schon an. Und hier, seht ihr nämlich hier, das ist diese Trackpad-Seite, wo man dann entweder drauf schreiben kann mit der Tastatur, die angezeigt wird, oder halt drauf zeichnen kann. Auf dem anderen Ding kann ich natürlich auch noch rummalen. Das ist ja dann, wie gesagt, die komplette. Na, wo ist denn hier der? Also, so dünn kommt das Ding daher. Und das ist schon, ihr seht es, das ist Surface, also Schreibseite, die ist matt. Und hier haben wir dann die spiegelnde, ganz normale, reflektierende, naja, was soll man sagen? Hier das 10,1 Zoll Tablet. Die Scharniere oder das Scharnierkonstruktionsding, das kennen wir aus der Lenovo Yoga-Reihe. Also dieses ganz normale, guck, ich bin hin und weg, wie dünn das Ding daherkommt. Ich habe hier ein fiependes iPhone 7 Plus und wenn man das mal so, naja, drunter hält, dran hält oder sowas, ich hoffe mal, die Kamera fängt das ein, damit ihr mal so ein Gefühl dafür habt, wie dünn. Na klar, es ist ein bisschen dicker als ein Smartphone, aber trotzdem und unter 700 Gramm, also ich wiederhole mich einfach, eins meiner Highlights, es kommt unheimlich nett designt daher. Oben Lautstärkewippe, An- und Aus-Taste. Ich glaube, Lautsprecher rechte oder linke Seite, rechte Seite. Genau, ach ja, müssen wir ja haben. Wir haben ja Dolby Atmos verbaut. Kopfhörer hatten wir, Scharnier. Einmal Micro-USB zum Laden. Der Slot für die Micro-SD-Karte, beziehungsweise in der LTE-Version dann auch für die SIM-Karte. Und wir haben Micro- oder Mini-HDMI. Und vorne haben wir nichts, beziehungsweise ich glaube, hier sind nochmal zwei Mikrofone. Ach ja, genau, und keine Kamera an dem Teil verbaut. Wobei, stopp, doch, drinnen müsste doch eine sein. Doch, da oben ist die Kamera für drin. So, und wie gesagt, ich habe ja schon geguckt, also Einrichtungsvideo, ja, mal gucken. Wir haben hier Android 6.0 drauf, also Marshmallow.
Und wenn wir mal ganz kurz das auch noch machen, Speicherplatz, wie viel ist noch frei? Dann können wir das direkt auch in einem abhandeln. Da sind 1,3 GB belegt von 52 GB verwendet, macht frei. Ja, also in Summe sind über 50 GB am freien Speicherplatz noch für zur Verfügung. An Apps, Standard-Apps wieder von Google drauf, auch Google für Office-Apps und dann Lenovo hat noch ein paar eigene draufgepackt. Und Play Store, ach ja genau, und NoteSaver, das ist dieses Ding zum, naja, ich glaube auf der Windows-Version ist OneNote drauf als Mal-App und hier ist dann dieses NoteSaver-Ding drauf. Und im App-Drawer ArtRage, naja, da, ich glaube das war das zweite, womit man noch malen kann. Kamera, Yoga-Book, Handbuch und noch McAfee, warum auch immer. Evernote ist auch schon vorinstalliert und ansonsten hält sich das mit dem vorinstallierten Werbe-Apps, wenn man jetzt von McAfee mal absieht, doch in Grenzen. So, gut. Ach ja, und dann, genau. Hier habt ihr die Knöpfe, einmal zum Malen und jetzt hier der für die Tastatur. Wobei, ist das auch noch eine Kamera? Das ist ja auch noch mal eine Kamera. Jetzt habe ich ja doch zwei Kameras. Ich zeige mich gerade, ja, das ist auch noch mal eine Kamera. So, auf jeden Fall, ich will nicht malen, sondern ich will, ah, guck mal, hier war der Knopf. Da muss man umschalten und da seht ihr auch die Tastatur, die jetzt eingeblendet wird. Und was man auf der IFA nicht merken konnte, da hörte man nämlich nur ein Piep, 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 wenn man hier drückte. Hier ist es aber auch wirklich so, ihr hört zwar das, aber ihr hört mal am Piepen vorbei, ihr hört dieses, das vibriert. Ihr kriegt hier oder man kriegt dann hier wirklich auch beim Drücken noch ein haptisches Feedback. Das war mir neu, da freute ich mich jetzt natürlich auch drauf. Aber es soll ja natürlich eigentlich ein Unboxing-Video werden. So ein Murks jetzt aber auch. Gucken wir mal weiter, was wir hier in der Box haben, denn da habe ich jetzt noch nicht mit rumgespielt. Ladegerät und Kabel, da wollen wir doch mal gucken. Schwarzes Gerät und in, na, kommst du wohl? Achso, von der anderen Seite dann. Also, wir haben unser Ladegerät. Dickes, fettes USB-Teil mit Output von 5,2 Volt 2 Ampere oder 17 Volt 2 Ampere oder, was ist das, 9 Volt 2 Ampere. Jetzt wird es aber hochgeschraubt. Oder 12 Volt 2 Ampere bedeutet ja 24 Watt. Also ein 24 Watt Ladegerät, das ist natürlich eine Ansage. Ja, da sollte doch einiges an Leistung rankommen. Und dann unser ganz normales USB auf, wie gesagt, Micro-USB, nicht USB Type-C. Dann haben wir hier vorne, ach ja, das ist die Halterung. Das ist, wenn ihr mit dem Gerät oder auch bei dem Gerät mit richtigem Papier malen wollt. Dann passiert nämlich Folgendes. Dann wird das hier oben irgendwie reingehangen und dann malt ihr da drauf auf eurem normalen Papier und schreibt dann ganz normal mit und alles, was ihr dann darauf schreibt, wird dann auch digital direkt darin noch dargestellt. Da bin ich aber noch gespannt, wie das Ganze funktioniert. Habe ich auf der IFA auch schon kurz mit rumgespielt. Hatte eigentlich funktioniert. Da müssen wir dann auch mal gucken. Also vom Konzept, ihr merkt es, ich bin angetan. Das war für mich, vor allem weil es auch, es hatte keiner auf dem Plan. SIM-Karten-Öffnungstool, dann Handbücher. Aber keine Aufkleber. Und das hier ist auch nicht ein Quickstart. Doch, Quickstart Guide und Warranty. Mit Bildchen. Sehr schön. Ah, guck mal, da wird einmal alles. Genau, das. Und vor allem, ich denke mal, das muss auch erklärt werden. Nicht das Standardzeug, wie lade ich es auf, wie packe ich SIM rein, sondern genau hier. Wie packe ich dieses Paper-Dingsbums da vorne drauf? Wie platziere ich das auf dem Stylus? Ah, ja, genau. Und dann noch, wir haben ja noch einen Stylus. Wie ändere ich da die Miene? Das, ach, guck mal, Real Pen Refill. Ah. Also, doch nochmal. Achso, und jetzt die Übersicht nochmal auf Deutsch. Alles gut. Im Endeffekt sind es nur zwei Seiten oder drei. Dann weiß man alles. So, genau. Hier ist unser Stiftchen noch. Na, wo kommt man? Achso, einfach ziehen. Genau. Und da haben wir jetzt den Stift zum Malen. Und da drin waren doch noch die Minen, wo ich dann gucken kann. Ah, guck mal. Mit ganz normalen Ersatz anderen Stiften, anderen Minen. Gut. Und wie komme ich hier? Na, drehen? Nö. Einfach einfach mal ein bisschen sich was trauen. So, und das hier ist jetzt hier. Nein, das ist die ganz normale Stylus-Mine, auf der ich da nicht schreiben kann. Und irgendwie, wenn man das mit in die Kappe packt und dann zieht oder sowas oder in die Kappe und dann dreht oder so, dann kann man die Dinger auch austauschen. Also dann auch gegen was richtig malt oder so. Das muss ich aber alles noch rausfinden. Ich glaube, es gibt doch ein Einrichtungsvideo, wo ich dem dann mal auf den Zahn fühle. Und das war's. Hier drin ist jetzt nichts weiter. Bedeutet, wir haben einmal das Book, das Ladegerät, keine Kopfhörer,
Einmal den Stift und einmal die Halterung für zum richtigen Malen. Das werde ich natürlich auch noch alles ausprobieren. Aber ich glaube mal, mein erster Spieltrip wird sein, sich direkt auf das Ding zu konzentrieren. Weil auch klar, als normales 10,1 Zoll Tablet mit Full-HD-Display, naja. Aber trotzdem, damit rumzuspielen, was damit geht, vor allem was geht mit dieser lustigen Tastatur, die da verbaut ist und wie ist da die Akkulaufzeit. Und wenn einem von euch da irgendwie noch was einfallen könnte, was man zusätzlich noch testen oder was einen interessiert, natürlich an PDFs rummalen oder richtig mitschreiben. Was taugt diese Onscreen-Tastatur, wo man natürlich dann es stehen halt keine Tasten raus. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Wie gut kann man damit tippen und so weiter für Sachen. Also ich freue mich wirklich auf das Gerät und es war jetzt eine Bombenüberraschung für mich, dass ich das in die Pfoten bekomme. Das soll es aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!